Sie kennen sicher John B. Campbell. Für Sie war er einer der vielen amerikanischen Astronauten, die an den 18 Apollo-Unternehmen teilgenommen hatten. Für mich war er mehr. Er war ein Freund. Sein mysteriöses Verschwinden, das die Zeitungen und Rundfunkstationen vor einigen Wochen für ein paar Tage in Aufregung versetzte, ist Ihnen sicher auch zu Ohren gekommen. Damals erfuhr man allerdings nichts Näheres darüber, außer dass John Campbell in den Bergen um den Mount Picanday verschollen sei. Wie gesagt, John war mein Freund. Wir haben zusammen die High School besucht, waren in derselben Footballmannschaft und hatten einige Male sogar dieselbe Freundin. Unsere Wege trennten sich, als John zur Marine und später zur NASA ging, oder zum Astronauten ausgebildet wurde. Ich schrieb damals gerade an einer Sammlung von Kurzgeschichten, fand glücklicherweise auch einen Verleger. Dann hatte ich plötzlich sehr viel zu tun. 2 Filmdrehbücher und ein Roman. Kurz und gut, mein Lebensweg führte in eine ganz andere Richtung als der John Campbells. Hin und wieder las ich etwas in der Zeitung über ihn, bis er dann für das Mondlandeunternehmen Apollo 17 aufgestellt wurde. John Campbell, Sie sind der bisher jüngste Astronaut der Vereinigten Staaten, der den Mond betreten wird. Wie finden Sie? Großartig. Meine Kollegen Brackett, Forrester und ich werden unser Bestes tun, um dieses Unternehmen erfolgreich zu Ende zu führen. John, Sie sind nicht verheiratet. Lassen Sie eine Braut oder eine Freundin auf der Erde zurück, wenn Sie zum Mond starten? Eine? Ich grüße herzlich Maureen, Josephine, Jill, Marilyn. Ja, John, eine letzte Frage. Haben Sie Angst, zum Mond zu fliegen? Angst? Oh, wissen Sie, vor uns waren schon so viele Kameraden da oben. Für uns ist das heute nur noch ein Spaziergang. Nein, Angst habe ich nicht. Nein, Angst habe John nicht. Und doch, wie verändert war der John Campbell, der einige Wochen später vom Mond zurückkam? Etwas hatte ihn verwandelt. Etwas, das er dort oben auf unserem Trabanten erlebte. Doch was war das? Ich habe versucht, aus den offiziellen Berichten der NASA, aus den wenigen Andeutungen Johns und aus den Erzählungen seiner beiden Kameraden Brackett und Forrester, die Geschehnisse auf dem Mond und das, was anschließend hier auf der Erde passierte, zu rekonstruieren. Das Ergebnis meiner Recherchen ist merkwürdig. Es ist erschreckend. Ja, fast unglaublich. Doch beginnen wir am Anfang. Wir alle erinnern uns an den Start von Apollo 17. Es war einer der gelungensten in der Geschichte der amerikanischen Weltraumfahrt. We have a liftoff. We have a liftoff. Hallo, John. Können Sie mich hören? Als ob Sie neben mir stünden, Dr. Braun. Wie war unser Start? Hervorragend. Einer der besten, die wir je hatten. Ah, dann können wir uns ja erst mal ausruhen. Ja, John, legt euch lang. Wir wecken euch in 6 Stunden zum ersten Frühstück. Ähnlich klaglos verlief der ganze Flug. Die 3 Astronauten verstanden sich prächtig. Exakt gelangten sie in die Umlaufbahn um den Mond. John Campbell und Chester Brackett bestiegen die Mondfähre und koppelten sie vom Mutterschiff ab. Höhe noch 400 Meter. John, kannst du noch etwas korrigieren? Ihr liegt etwa 350 Meter von dem vorgesehenen Landeplatz ab. Ja, Moment. Doktor, hey, was ist das? Doktor, die Steuerborddüse blockiert im Moment. Höhe 300 Meter. Ich probier's nochmal. John, lassen Sie es. Konzentriert euch auf die Landung. Höhe 200 Meter. Okay, Doc. Hier unten ist sowieso alles platt wie ein Pfannkuchen. Die paar hundert Meter machen da nichts aus. Genau, John. Höhe 100 Meter. So, jetzt sind wir gleich unten. Oder oben, wie man's nimmt. 40, 30... 20, 10, 0. Wir sind gelandet. Klasse. Doc, wir stehen auf dem Mond. Eine hervorragende Landung. Auch wenn die Mondfähre etwa 350 Meter östlich des vorgesehenen Landeplatzes im Mare Crisium niederging. Damals dachte sich noch niemand etwas bei dieser geringfügigen Ungenauigkeit. Doch für John Campbell sollte diese Abweichung um nicht mal einen halben Kilometer erschreckende Folgen haben. Nach einer kurzen Pause stieg John als Erster aus der Fähre aus. Ups, noch eine Stufe. Jetzt. Jetzt, liebe Landsleute, stehe ich auf dem Mond. Was ist denn hier los? Was ist schon? Nichts, Doc. Es ist nur merkwürdig. Was ist merkwürdig?
Unser Rückstoß hat hier den Mondstaub zur Seite gefegt. Das ist normal, John. Ja, das schon, aber... Aber was? Sieht so aus, als ob hier unter dem Staub... Hier sind Risse in dem Mondgestein. Merkwürdig regelmäßig, als ob sie künstlich angelegt seien. Auf der Erde war man sehr aufgeregt über diese Beobachtung John Campbells. Sollte er hier die Spur einer fremden Rasse, einer alten Kultur gefunden haben? Einer der ersten Aufträge, die John und Chester Brackett von der Bodenstation bekamen, war es dann auch, dieses merkwürdige Phänomen genauer zu untersuchen. Doch vor dieser Untersuchung lag eine Schlafperiode. Über diese erste Nacht auf dem Mond berichtete John mir bei unserem einzigen Treffen nach seiner Rückkehr zur Erde. Weißt du, ich war natürlich aufgeregt, kannst du dir ja vorstellen, ne? Gerade auf dem Mond gelandet und ich konnte kaum einschlafen. Mindestens 2 Stunden habe ich erst mal wachgelegen. Ich dachte an die Erde, an meine Freunde, auch an dich, an alle, die ich da zurückgelassen hatte. Denn du fragst dich ja doch da oben, ob du es schaffst, ob du zurückkommst. Naja, und dann bin ich irgendwann doch eingeschlafen und dann kam dieser Traum. Ein Traum? Ja, komisch, ne? Ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich auf dem Mond träumen würde, aber... Was für ein Traum, John? Ja, weißt du, ich kann mich jetzt nur noch schwach erinnern. Das Komische ist, dass mir Chester nachher erzählte, er hätte auch geträumt. Genau das Gleiche wie ich. Ja, was habt ihr denn nun geträumt? Das war der erste Traum, weißt du? Nachher kam andere, viel schlimmere. Der erste... Was war das denn noch? Ich sah Dinge, Wesen, die ich aber nicht genau erkennen konnte. Und sie sprachen zu mir aber nicht so, wie wir reden. Sie sprachen eine andere Sprache. In meinem Kopf klang es. Ich glaubte, mein Kopf würde zerspringen. Das war furchtbar. Und was sagten diese Wesen zu dir? Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste schon nicht mehr, als ich aufwachte. Chester ging es genauso. Erst später. Der erste Auftrag für die beiden Astronauten bestand darin, die Ritzen unter der Landefähre zu untersuchen, die John beim ersten Aussteigen entdeckt hatte. Chester, hast du die Sonde? Alles klar, John. Na? Wie tief sind die Ritzen? Komisch. Ich komme nicht auf Grund. Die scheinen endlos an den Mond hinunterzugehen. Vielleicht ist die Sonne kaputt? Nee, die ist in Ordnung. Ich habe sie drin gerade noch überprüft. Merkwürdig. Du, John, guck mal. Was ist denn? Na hier. Das sieht doch aus, als ob hier irgendwas verdampft. Tatsächlich. Warte, ich hole meine Kapsel aus der Fähre. Sie fingen etwas von dem Dampf auf, der aus den Ritzen quoll, um ihn später zu analysieren. Als sie wieder in die Fähre stiegen, sagte Chester Brackett plötzlich... Sag mal, John, fällt dir an dem Gebirgszug da drüben was ab? Oh, da? Hm. Eigenartig, ja. Es sieht so aus... Ja, nicht? Irgendwie sieht das so regelmäßig aus, als ob er künstlich angelegt sei, meinst du? Ja, ja. Und auch die Höhleneingänge, die man von hier sieht. Eine merkwürdige Anordnung. Irgendwie eine Ordnung, aber... Jedenfalls keine menschliche. Da, John. Da bewegt sich was. Wo? Nein, da in Höhle, da. Ich glaube, du spinnst. Was soll sich denn hier im Vakuum wohl bewegen? Du hast dich getäuscht, Chester. Ja, wahrscheinlich hast du recht, John. Aber irgendwie erschreckt mich dieses Gebirge da drüben. Mensch, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir keinen Mondkoller kriegen, Chester. Komm, wir gehen in die Fähre und untersuchen unsere Dämpfer aus der Ritze hier. Bei der Untersuchung der Dämpfe kamen die beiden mit ihren begrenzten Bordmitteln zu keinem Ergebnis. Das Einzige, was sie mit Sicherheit feststellen konnten, war, dass dieses Gas, oder was immer es war, bestialisch stank. Ein Geruch, wie John mir später sagte, wie nach etwas, was seit Tausenden von Jahren vermodert. In der nächsten Schlafperiode kamen die Träume wieder. Weißt du, es war wie beim ersten Mal, nur irgendwie deutlicher, klarer. Ich meine, die Wesen blieben weiter im Dunkeln, aber ihre Befehle...
Ja, es war ein Befehl an uns, an Chester und mich. Was für ein Befehl? Wir sollten zu dem Gebirge kommen, in die Höhlen. Dieses Gebirge, das so merkwürdig regelmäßig aussah. Und das Komische war dann, dass wir am nächsten Morgen, das heißt nach der Schlafperiode, genau den gleichen Auftrag von Cape Kennedy bekamen. Naja, vielleicht war es so etwas wie Déjà-vu, was ihr da erlebtet. Es kommt vor, dass man etwas träumt, was dann am nächsten Tag wirklich eintritt. Oder dass man zumindest glaubt, dass man es schon mal erlebt oder geträumt hat. Das ist mir auch schon passiert, John. Klar, mir auch, aber das war doch anders. Es war ja, im Traum meine ich, nicht Dr. Brown gewesen, der uns den Auftrag gab, sondern diese Wesen, diese unfassbaren, grausigen Dinge. Als Dr. Brown den beiden Astronauten dann den Auftrag gab, zu einer Exkursion zu dem Gebirge aufzubrechen, zögerten John Campbell und Chester Brackett. Es war ihnen unheimlich, dem Befehl aus dem Traum nachzukommen. Doch andererseits trauten sie sich nicht, ihre Träume zur Erde zu melden. Immerhin konnten sie einen Aufschub gewinnen. Die Exkursion wurde auf die Zeit nach der nächsten Ruheperiode festgesetzt. Und da habt ihr wieder geträumt? Ja. Wir haben uns nachher darüber unterhalten und es war bei Chester und mir genau der gleiche Traum. Wie kann das bloß kommen? Ja, keine Ahnung. Die Parapsychologie steckt noch in den Kinderschuhen, John. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ihr beide auf so engem Raum zusammen wart. Dass wir dasselbe träumen mussten? Ja, möglich wäre das, aber... Warum dann diesen entsetzlichen Traum? Was passierte denn in dem Traum, John? Ja, weißt du, es war praktisch die Situation der Exkursion. Chester und ich gingen auf das Gebirge zu. Wir kamen näher und näher. Wir kamen zu einem Höheneingang. Wir gingen den Gang entlang. Ich ging voran und plötzlich kamen wir in eine riesige Halle, wie ein überdimensionaler Dom. Alles war düster und wir konnten die Umrisse nur schemenhaft erkennen. In den finsteren Ecken und Winkeln schienen unheimliche Wesen zu lauern. Wesen, die wir nicht erkennen, die wir nur erahnen konnten. Und vor uns das einzige in der gigantischen Halle war ein riesiger Thron. Und auf dem Thron saß jemand. Etwas entsetzlich Furchtbares. John. John, komm zu mir. Was ist, John? Als John mir diesen Traum erzählte, wurde er an dieser Stelle ohnmächtig. Ich flößte ihm einen Whisky ein und langsam kam er wieder zu sich. Ich fragte ihn, ob ich einen Arzt holen sollte, aber er wehrte ab. Er bat mich nur, ihn nicht weiter nach diesen Träumen zu befragen. Ich willigte ein. Doch einige Stunden später begann er mir dann von selbst seinen furchtbarsten Traum zu erzählen. Doch zurück zu den Tatsachen. John und Chester erwachten schweißgebadet und fühlten sich unfähig, zu der Exkursion aufzubrechen. Doch wagten sie nicht, wie gesagt, ihre Träume zur Erde zu melden. Und so mussten sie sich widerwillig auf den Weg machen. Diese Schwäche erklärt wohl auch die mysteriösen Vorkommnisse auf diesem Ausflug der beiden Astronauten. Wie Sie wissen, war das die Exkursion, auf der für 2 Stunden die Funkverbindung der beiden mit der Landefähre und mit William Forrester abriss. Ich hörte die beiden, wie sie sich auf den Weg machten. Irgendwie kamen sie mir nicht gerade sehr munter vor, aber ich dachte mir nichts dabei. Sie gaben mir von unterwegs immer alle Viertelstunde eine Positionsmeldung durch. Viel mehr redeten sie nicht. Ich fragte ein paar Mal, wie es denn da unten aussehe. Aber ihre Antworten waren so einsilbig, dass ich es bald aufgab. Das Einzige, was ich dann tat, war, ihren Weg auf der Mondkarte, die ich im Mutterschiff hatte, abzustecken. Und als John und Chester dann schließlich dicht dran waren, sagte John dann diesen komischen Satz. Das ist ja ein Gebäude, Chester. John? Doch, gib's zu. Das sieht aus wie ein uraltes, gigantisches Gebäude, in dem... Was? Ich weiß nicht, Chester. Jemand darin gewohnt hat? Ich dachte, jetzt spinnen die beiden und gab diese Äußerung sofort zu Dr. Brown zur Erde weiter. Und da herrschte dann erst einmal große Aufregung und 5 Minuten später sagte Cape Kennedy dann,
Die beiden sollten sofort zur Mondfähre zurückgehen. Aber da war es schon zu spät. Wieso? Naja, inzwischen hatte John mich gerufen und mir gesagt, dass sie in eine Höhle eindringen wollten. Ich hatte ihm gesagt, sie sollten noch warten. Ich hätte gerade Cape Kennedy am Rohr. Ja, und während die hier unten auf der Erde noch palaverten, brach dann die Verbindung zu John und Chester ab. Können Sie sich erklären, wieso es zu dieser Unterbrechung kam? Ja. Die Eierköpfe hier unten haben gesagt, dass in dem Gebirge vielleicht ein unbekanntes Mineral stecke, das die Funksignale nicht durchlässt. Eine andere Erklärung habe ich auch nicht. Dies war auch die offizielle Erklärung der NASA zu dem merkwürdigen Ereignis. Die Aufregung in Cape Kennedy war groß. Hektisch versuchte man, den Fehler zu finden. William Forrester musste fast seine ganze Funkanlage nach den Anweisungen der Bodeningenieure auseinandernehmen. Doch das Gerät funktionierte einwandfrei. Die beiden Astronauten auf dem Mond waren nur einfach von dem Funkkontakt abgeschnitten. Was sie in der Höhle erlebten, wissen wir also nicht. Die offizielle Stellungnahme der NASA sagt, dass beide Astronauten infolge von physischer und psychischer Überlastung einen Zusammenbruch erlitten und erst nach 2 Stunden wieder zu sich kamen, um dann auch sofort zur Landefähre zurückzukehren. Doch wie gesagt, das ist nur die offizielle Version. Chester Brackett hat jede Aussage zu den Vorkommnissen in den Höhlen verweigert. Die einzige Erklärung dazu, die es außer der offiziellen NASA-Version gibt, ist das, was mein Freund John Campbell mir bei seinem kurzen Besuch erzählte. Ich kann dir nicht sagen, was es war. Ich glaube beinahe, Dr. Brown hat recht. Wir müssen gleich am Eingang der Höhle ohnmächtig geworden sein. Und der Rest war ein Traum. Mein Gott, es muss ein Traum gewesen sein, sonst... John, erzähl der Reihe nach. Du weißt, Chester und ich wollten nicht zu dem Gebirge. Es war uns unheimlich, widerlich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und je näher wir ihm kamen, umso schrecklicher war alles. Es sah aus wie, ja, wie ein uraltes Gebäude. Keine Burg, kein Schloss. Nein, etwas Unfassbares, Unnennbares. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, wer oder was jemals darin gewohnt hatte. Ich gestehe es dir, ich hatte Angst. Furchtbare Angst vor diesem Etwas. Unsere Schritte wurden immer langsamer und, ob du es glaubst oder nicht, plötzlich hörten wir, in meinem Gehirn, wie jemand etwas mich rief. Großen Einbruch im Mondfelsen zu, auf eine Art Höhleneingang, ja. Etwas leuchtete darin. Das schwarze Licht. Das schwarze Licht? Ja, weißt du, es war dunkel in der Höhle, aber trotzdem irgendwie hell. Ich konnte sehen, trotz der Finsternis. Vielleicht eine Art radioaktiver Strahlung, John, die ähnlich wie Röntgenstrahlen... Das schwarze Licht... Und es führte uns immer tiefer hinein in die Höhle. John, wann brach die Verbindung mit Forrester ab? Was? Ja, da vorne. Gleich am Eingang, da. Da müssen wir ohnmächtig geworden sein. Und da ist dann wohl auch die Verbindung abgebrochen. Ich weiß es nicht. Und was hast du dann geträumt, John? Geträumt? Ja. Geträumt. Es muss ein Traum gewesen sein. Es muss. Mein Gott. John. Ja, der Traum. Wir gingen den Gang entlang immer tiefer in den Berg hinein. Ich ging zuerst, Chester hinter mir. Die Wände neben uns waren zuerst trocken, doch dann... Sie überzogen sich mit einem widerlichen Schleim, je weiter wir vordrangen... Und dann, es war wie in dem Traum vorher,
Wir kamen in die riesige Halle. Die Wesen im Schatten, der Thron. Es roch nach fauligem Schleim. Och, mein Gott, Johnny, hatte doch eure Helme auf. Was? Ja, deswegen, es muss ein Traum gewesen sein. Wie hätten wir sonst etwas riechen können, natürlich. Weiter, John. Weiter, ja, weiter. Wir gingen auf den Thron zu. Und auf einmal war da diese Stimme... Wesen kamen aus dem Halbdunkel gekrochen. John Campbell, wir schließen einen Pakt mit dir. Du wirst der Bruder des Lammes und das Lamm wird dein Bruder sein. Du wirst die Wiederkunft des schrecklichen Tolu vorbereiten. Ihr werdet von einem Blute sein. Gib uns einen Arm. Sie nahmen Blut aus meiner Vene und dieses schreckliche Wesen auf dem Thron trank mein Blut, John. Und dann brachten sie mir einen Becher voll einer giftig grün schillernden Flüssigkeit. Sein Blut. Und ich trank sein Blut. John, mein Gott. An dieser Stelle unseres Gesprächs wurde John wieder ohnmächtig. Es dauerte diesmal länger, bis ich ihn wieder ins Leben zurückrufen konnte. Er war nicht willens, mir noch mehr zu erzählen. Lethargisch saß er den Rest des Abends in seinem Sessel, murmelte nur ab und zu. Ein Traum. Es muss ein Traum gewesen sein. Dieser Bericht Johns über die Blutsbrüderschaft mit dem schrecklichen Wesen auf dem Thron scheint einem kranken Gehirn entsprungen. Doch soweit ich das beurteilen kann, war John zu dem Zeitpunkt, als er mir diese Geschichte erzählte, geistig völlig gesund. Und noch etwas ist äußerst merkwürdig. Bei der Untersuchung nach der Landung stellten die Ärzte in Cape Kennedy fest, dass sich John eine geringfügige Verletzung am linken Handgelenk zugezogen hatte. Er konnte für diese Verwundung keine Erklärung abgeben. Nach etwa 2 Stunden hörte William Forrester aus dem Funkgerät plötzlich wieder die Stimmen seiner beiden Kameraden. Die ganze Zeit an dem Funkgerät herumgedreht und versucht, mit den beiden Verbindungen aufzunehmen. Und plötzlich hörte ich sie. Es klang, als ob sie aus einer Ohnmacht erwachten, was ja wohl auch tatsächlich der Fall war. Chester sagte... Mein Gott, John, war das... Chester, um Gottes Willen, sei ruhig. Ich muss... Es kann nicht wahr gewesen sein. Hallo, John, hallo, Chester. Was ist mit euch los? Ich versuche euch seit 2 Stunden vergeblich zu erreichen. Was war denn los? Bill, hallo? Wir sind okay. 2 Stunden, sagst du? Ja, volle 2 Stunden, seit ihr in dieser verdammten Höhle verschwunden seid. Wir sind hier direkt am Eingang, Bill. Vielleicht ist es das Gestein gewesen. Ja, aber zum Henker, was habt ihr denn in den 2 Stunden da unten gemacht? Ihr klingt ja, als ob euch ein Mondmensch K.O. geschlagen hätte. Ja, Bill. Sowas Ähnliches. Ja, jetzt seid ihr wieder da. Ich nehme an, dass ihr euch gleich zurück in die Fähre bequemen solltet. Das tun wir, Bill. Ja, und dann marschierten die beiden zurück in die Fähre. Ja, sonst ist eigentlich nichts mehr passiert auf dem Mond. Außer, dass die beiden irgendwie verändert waren. Ganz still, irgendwie abwesend. Und auf dem Rückflug, da stand John an der Sichtluke, solange der Mond zu sehen war. Und sagte kein Wort. Kein Wort. Der Rückflug und die Landung gingen genauso perfekt vonstatten wie Start und Hinflug zum Mond. Die 3 Astronauten wurden jubelnd begrüßt und kamen in die Quarantäne. Danach besuchte mich John und berichtete mir von seinen Träumen. Wir saßen an diesem Abend noch lange zusammen. Doch außer dem, was ich bereits berichtete, war nichts aus ihm herauszubekommen.
Er blieb über Nacht. Und als ich gegen 3 Uhr morgens kurz aufwachte, hörte ich ihn im Gästezimmer stöhnen und unverständliche Worte stammen. Ich ging an sein Bett und rüttelte ihn wach. Doch er starrte mich nur an und drehte sich auf die andere Seite. Ich habe nie vorher einen ähnlichen Ausdruck auf seinem Gesicht gesehen wie in dieser Nacht. Am nächsten Morgen fuhr John nach Tucson, wo er normal weiterlebte, bis er dann verschwand. Ich hörte in dieser Zeit nichts von ihm. Erst nachdem John verschwunden war, fuhr ich nach Tucson und unterhielt mich mit seinen Nachbarn. Ja, er war ganz normal, als er zurückkam, Mister. Ein paar Kleinigkeiten vielleicht, aber wir dachten, wenn einer schon mal auf dem Mond war, dann kann er sich auch etwas verändern. Wie hatte er sich verändert? Ach, nichts Besonderes, aber zum Beispiel kamen denn keine Mädchen mehr besuchen. Früher ging's ja manchmal wild zu da nebenan, nicht, Millie? Ja, kann man wohl sagen. Bis in die Nacht hinein wurde da gefeiert. Und einmal lief sogar ein nacktes Mädchen am nächsten Morgen durch den Garten. Ja, ja. Ich sagte damals zu meinem Mann... Und nach dem Mondflug hat er keine Mädchen mehr zu Gast? Nein, nein. Er lebte vollkommen abgeschieden, kann man sagen. Man sah ihn auch kaum noch. Er ging nicht aus dem Haus. Und manchmal hörte man so komische Geräusche von drüben, als ob... Ja, als ob da irgendwas in dem Haus wäre, was da nicht hingehört. Etwas Unmenschliches. Ja, und dann war da die Nacht vor Allerheiligen. Was geschah in dieser Nacht? Da kam das Raumschiff. Eine fliegende Untertasse. Unsinn, Millie. So eine Sternschnuppe, so eine Art Meteor nennt man das wohl, Mister. Ja, der schlug hinten im Garten von Mr. Campbell ein. Jedenfalls glaubten wir das damals. Aber anscheinend hatten wir uns geirrt. Denn am nächsten Morgen war nichts zu sehen. Bloß dieser Gestank. Was für ein Gestank? Ekelhaft. Also, sowas habe ich überhaupt noch nie gerochen. Als ob der Teufel selbst mit Pech und Schwefel hier vorbeigekommen wäre. Oh, Millie, das ist eine blühende Fantasie, Mister. Das merken Sie ja, nicht? Nee, unser Doktor hier meinte, es sei vielleicht ein Kugelblitz gewesen. Aber ich glaube mehr, dass es ein Meteor war. Können Sie diese Erscheinung beschreiben, Mr. Smith? Beschreiben? Ja, ich selbst habe es hier nicht gesehen. Ja, wer hat es denn gesehen? Bei Peachens war eine Gartenparty. Das hier 3 Straßen weiter, die haben es gesehen. Und der alte Petey... Naja, aber der spinnt ja. Der alte Petey, was hat der denn gesehen? Ah, wissen Sie, Petey ist nicht ganz richtig im Kopf. Er hat früher auf dem Bau gearbeitet, wie er noch jung war. Und da ist ihm mal ein Stein auf den Schädel gefallen. Und seitdem... Naja, Sie wissen, geht rum und erzählt Geschichten. Und was hat er erzählt? Ach, Sie müssen es nicht glauben, Mister. Petey sagt, er sei an dem Abend hier gewesen, in unserer Straße. Und er sagt, er hat gesehen, wie ich das schwach... Ja, Mister, die Leute sagen, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Aber der alte Petey hat's gesehen. Jawohl, mit meinen eigenen Augen habe ich es gesehen. Was haben Sie gesehen, Petey? Kann ich noch einen haben? Klar. Hey, noch ein Whisky für Petey auf meine Rechnung. Ja, yes, sofort, ich bringe es. Also, Petey, was haben Sie gesehen in der Nacht damals? Das schwarze Licht ist vom Himmel gekommen. Es ist zu John Campbell gegangen und hat ihn geholt. Was ist denn das schwarze Licht, Petey? Das Licht der Alten. Die wollen wiederkommen. Und John Campbell soll ihnen dabei helfen. Sie haben ihn zu sich geholt. Die Alten? Sie wissen nicht, was das ist, was? Ja, Mister. Ihre Zeit wird kommen. Und dann werden alle auf die Knie fallen und sie anbeten. Wer sie nicht anbetet, wird fallen vor ihrem schrecklichen Anblick. Denken Sie dran, Mister, was der alte Petey Ihnen erzählt hat. Ich muss jetzt gehen, Mister, ich muss meinen Rundgang machen. Denken Sie dran, Sie werden kommen. Der alte Petey schien wirklich nicht ganz richtig im Kopf. Und doch hatte nicht auch John von dem schwarzen Licht gesprochen? Was auch immer in jener Nacht geschah, jedenfalls fuhr John am nächsten Morgen in die Berge in seine Jagdhütte. Ja, am nächsten Morgen fuhr er los, ganz früh, es war noch dunkel. Ich bin aufgewacht, weil normalerweise so früh niemand hier mit dem Auto fährt. Das ist hier eine sehr ruhige Wohngegend, Mister. Und wie ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, wie John Campbell seinen Wagen aus der Einfahrt manövriert. Mit seinem Wohnwagen hinten dran. Ja,
Das war auch eigenartig. Was? Er hatte die Vorhänge in dem Wohnwagen vorgezogen. Wie konnten Sie das denn sehen, wenn es noch dunkel war? Ja, weil drinnen, hinter den Vorhängen, da war Licht. Ein eigenartiges Licht. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Glühen, aber nicht hell. Den Wagen Johns fand man später neben seiner Jagdhütte. Boden und Wände waren mit einer getrockneten Schleimschicht überzogen, über deren Herkunft vollkommene Unklarheit besteht. In der Zeit, die John in der Jagdhütte am Mount Picanter verbrachte, wurde er nur ein einziges Mal gesehen. Er kam in das in der Nähe gelegene Dorf Nantucket, um einzukaufen. Ja, er kam in unseren Laden rein und wir haben ihn kaum erkannt. Wissen Sie, wir kannten Mr. Campbell ja von früher. Er hat immer bei uns eingekauft, wenn er in seiner Hütte war. Ja, also meine Frau wollte ihn gleich lauthals begrüßen und ihn fragen, wie es denn gewesen war auf dem Mond. Aber er beachtete sie gar nicht, sondern kam gleich auf mich zu. Ich stand hinter dem Tresen. Jetzt. Er kam, sah durch die Tür. Und er sah irgendwie merkwürdig. Also er hatte einen schwarzen Mantel an und einen Hut auf. Er hat früher nie einen Hut getragen. Er sagte immer, Hüte sind was für alte Leute. Wenn ich ihm mal sagte, er sollte doch einen aufsetzen. Wissen Sie, hier kann es nämlich ganz schön kalt werden im Winter. Ja, was fiel Ihnen sonst noch auf, Mr. Cutler? Tja, er hatte Handschuhe an, ja. Die zog er nicht aus die ganze Zeit hier im Laden, obwohl es doch gut geheizt ist hier bei uns. Wissen Sie, meine Frau friert nämlich leicht und deswegen heize ich immer ordentlich ein. Mir ist es manchmal fast zu warm, aber meine Frau, Sie wissen ja, wie das ist, nicht? Ja, was kaufte John Campbell denn nun ein? Ja, was kaufte er ein, wissen Sie, er sah so eigenartig aus, ganz anders als sonst. Mit diesem Mantel. Richtig irgendwie unheimlich. Wenn Sie wissen, was ich meine. Wie in einem Gruselfilm. Und seine Haut. Was war mit seiner Haut? Ja, zuerst sah ich ja fast gar nichts von seinem Gesicht. Wegen dem Hut, nicht so. Den hatte er tief ins Gesicht gezogen. Aber dann stieß er hier gegen das Bonbonglas und da verrutschte der Hut ein bisschen. Und? Ja, und dann sah ich, dass seine Haut irgendwie verändert war. Sie sah gar nicht aus wie die Haut von einem Menschen. Und auch seine Stimme. Die klang so anders. Was wollte er denn nun von Ihnen, Mr. Cutler? Ja, das war das Merkwürdigste. Also, sowas hat er noch nie gekauft. Ganz komische Sachen, wissen Sie. Schwefel, Pulver, Quecksilber, ein paar Fangeisen. Ja, und zwei Lämmer. Und wir führen ja wirklich hier alles. Wissen Sie, wir sind der einzige Laden in 10 Meilen Umgebung. Und da muss man ja alles haben, was die Leute hier brauchen. Konnte ich ihm ja also alles geben, was er wollte, aber als ich ihn fragte, was er denn mit dem ganzen komischen Zeug anfangen wollte, da gab er mir nicht mal eine Antwort. Legte das Geld auf den Tresen, tut die Sachen in sein Auto und fuhr los. Wissen Sie, mir kam das damals schon komisch vor, aber dann habe ich es wieder vergessen, bis er dann verschwunden ist. Also dann habe ich es auch dem Sheriff erzählt, aber der konnte damit gar nichts anfangen. Wissen Sie, ob John Campbell noch jemanden hier im Ort besucht hat? Ja, ich glaube nicht. Der Pfarrer hat ihn gesehen. Der Pfarrer? Der Pfarrer, ja. Ja, ich stand gerade vor der Kirche, als John Campbell mit seinem Wagen die Straße lang kam. Er sah zu mir rüber und dann bremste er. Aber irgendwie sonderbar, als ob er einerseits bremsen, andererseits Gas geben wollte. Ich dachte noch, als ob er mit sich selber kämpft. Dabei kannten wir uns gut. Wir waren schon öfter zusammen fischen gewesen, oben am Picanter Creek. Jedenfalls hielt er dann doch an und stieg auch aus. Aber auch da schien es mir, als ob ihn irgendwas im Auto festhalten wollte. War denn noch jemand im Wagen? Nein, er war ganz allein. Es schien mir auch nur so, als ob irgendwas ihn zurückhalten wollte, zu mir über die Straße zu kommen. Aber dann kam er doch. Jeder Schritt schien ihm schwer zu fallen. Sprachen Sie mit ihm? Ich ging ein paar Schritte auf ihn zu. Er sah so merkwürdig aus, als ob er krank wäre. Und ich fragte ihn auch. Fehlt dir was, John? Patrick, ich... Hilf mir. Was ist denn schon? Bist du krank?
Soll ich Dr. Merriweather holen? Nein, ich muss mit dir reden. Es ist etwas Furchtbares geschehen. John, um Gottes Willen. Komm mal rein. In diesem Augenblick geschah etwas Merkwürdiges. Wissen Sie, wir hatten den ganzen Tag strahlend schönes Wetter gehabt. Eine Seltenheit im November bei uns. Und als John kam, ging gerade die Sonne unter. Es war schon ganz schön kühl. Aber plötzlich, da kam es wie eine eiskalte Wolke. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte den Eindruck, als ob das Böse selbst sich zwischen uns schob. Ich fror plötzlich. Und John drehte sich, ohne ein Wort zu sagen, um, ging zu seinem Wagen und fuhr weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Der Pfarrer in Nantucket ist der letzte Mensch, der John Campbell gesehen hat. John verschwand mit seinem Wagen in den Bergen, fuhr anscheinend zu seiner Jagdhütte zurück. Ich war zu diesem Zeitpunkt auf einer Vortragsreise in Kalifornien. Und als ich zurückkam, erfuhr ich, dass John verschwunden war. Aber ein Mensch hat vorher noch mit ihm gesprochen. Unser gemeinsamer Freund Dr. Jeremiah Parsons. Der Arzt, der John nach seiner Rückkehr vom Mond im Auftrag der NASA untersucht hatte, erhielt etwa 14 Tage, nachdem John in Nantucket gesehen worden war, mitten in der Nacht einen Anruf. Dr. Parsons hat dieses Gespräch auf seinem Tonband aufgenommen, das an sein Telefon angeschlossen ist. Ja, Parsons? Jerry, bist du's? Wer spricht denn da? Ich bin's. John. Mein Gott, John. Ich habe deine Stimme überhaupt nicht erkannt. Was ist mit dir? Wo bist du? Ich bin in der Jagdhütte, Jerry. Es ist gerade weg. Deswegen kann ich telefonieren. Was? Was ist weg, Johnny? Es ist furchtbar, Jerry. Ihr habt es nicht gemerkt, wie ich zurückkam. Aber ich hatte es in mir. Was? Das Blut, Jerry. Das Blut der Alten. Ich habe gekämpft, Jerry, aber ich bin unterlegen. Er kam in der Nacht vor Allerheiligen. Es ist seine Nacht. Schon seit Jahrtausenden. Und wenn einer auf der Erde ist, der ihn ruft, dann... Mein Gott, John, was redest du denn da? Jerry, ist es meine Schuld? Ich dachte immer, es sei nur ein Traum gewesen. Aber in der Nacht ist er gekommen. Wer ist gekommen? Mein Blutsbruder. Oh nein, ich dachte die ganze Zeit. Aber es ist wirklich geschehen. John, was ist denn? Es geht schon wieder. Ich bin verloren, Jerry. Aber du musst auf Chester aufpassen. Wenn er mit mir fertig ist, wird er zu Chester. John! Johnny! Diego! Kittilkar Bluopto! Gala Totep! Das schwarze Lamm der Wiedergeburt! John! John, was redest du denn da? John, komm, antworte doch! Nein! Ich will nicht! Ora Virtux Simas! Es kommt! Es will, dass sie so werden wie... John! Ja. Geht für mich. Na, Totip, Kultur. Ich sehe euch. Das schwarze Licht. Ich komme. An dieser Stelle wurde die Leitung unterbrochen. Parsons, der Johns Telefonnummer in der Hütte kannte, versuchte noch einige Male in dieser Nacht dort anzurufen. Doch John Campbell meldete sich nicht. Trotz der merkwürdigen Geräusche und der völlig fremdartigen Sprache
glauben Dr. Parsons und auch ich, dass es sich bei der Stimme auf dem Tonband um die Stimme John Campbells handelt. Am nächsten Morgen nach dem Anruf veranlasste Jeremiah Parsons den Sheriff von Nantucket, zu Johns Jagdhütte zu fahren. Ich fuhr gegen 9 Uhr morgens los. Die Straße in die Berge ist nicht besonders. Deswegen brauchte ich über 2 Stunden, bis ich zu John Campbells Hütte kam. Ich fand die Hütte leer und verlassen. Der Wohnwagen stand neben der Hütte, Johns Wagen, mit einem Verschlag einige Meter weiter. Von John Campbell war nichts zu entdecken. Ich rief einige Male seinen Namen, doch nichts rührte sich. Führten Sie eine weitere Untersuchung durch? Ja, ich dachte mir, es könnte nichts schaden, wenn ich mich ein wenig umsehe. Und als ich zu der Hütte gehe, sehe ich, in der Nacht hat es ein bisschen geschneit, dass Johns Fußspuren in die Hütte führten. Naja, denke ich mir, dann muss er eigentlich noch drin sein. Ich rufe also nochmal, nichts rührt sich. Klopf an die Tür, nichts. So, ich gehe rein. Da habe ich aber geschaut. Das sah vielleicht aus da drin. Das eine Fenster nach hinten, das war vollkommen eingedrückt. Mit dem Rahmen so, nach innen gedrückt. Die halbe Wand da drunter, die war gleich mitgerissen. Und in der Hütte, als ob John mit irgendwas gekämpft hatte. Und wie ich nach draußen schaue, durch das Loch, da sehe ich Fußspuren. Was für Fußspuren? Tja, um ehrlich zu sein, ich könnte es Ihnen nicht sagen. Solche Spuren habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich habe schon allerhand gesehen. Der Größe nach müsste es ein Bär gewesen sein, aber solche Bärenspuren, also ich weiß nicht. Sie waren irgendwie breiter und es sah mehr so aus, als ob das, ja, ob das Tier irgendwie über den Schnee geglitten sei. Vielleicht war es ein Bär, der irgendwie verkrüppelte Füße hatte, mal in eine Bärenfalle gekommen oder so. Und diese Spuren führten zur Hütte hin? Ja, ja. Führten genau zu der Stelle, wo das Fenster eingedrückt war. Und sie führten von derselben Stelle auch wieder weg. Ich habe sie ein Stück verfolgt. Sie führten in Richtung auf den Mount Picantar. Oh, das Merkwürdige war das. Ja? Tja, wissen Sie, zu der Hütte führte diese Spur hin, nicht? Und auch wieder weg von der Hütte, aber neben der Spur, die wegführte, da war noch eine Spur. Eine zweite, die genauso aussah. Das sind die Tatsachen im Fall John Campbell. Was sie zu bedeuten haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es wirklich ein Bär mit verkrüppelten Füßen, der John tötete und mit sich schleppte. Aber was hat dann die zweite Spur zu bedeuten? Und was hat John Campbell wirklich auf dem Mond erlebt, während der 2 Stunden, in denen keine Funkverbindung mit ihm bestand? Was hat der Anruf bei Jeremiah Parsons zu bedeuten? Diese Fragen sind kaum zu beantworten. John Campbell ist verschwunden. Der Einzige, der diese Fragen beantworten könnte, ist Chester Brackett. Ich habe Chester Brackett gestern besucht. Er lebt jetzt in Massachusetts, State Home of the Bewildered. Dad. Mein Teddybär. Wo ist mein Teddy? Bäh. Mein Teddy. Hier, Chester. Hier ist dein Teddybär.